Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video hier. Wir müssen einen weiteren Wort auf... Ein Mord aufklären, liebe Freunde. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Episode. Hier war so ein Mord, hier war Blut und so. Und das werden wir jetzt aufklären. Da ist der Typ gestorben. Wir sollen wohl diesen Weg gehen. Ich habe hier nochmal geschaut gehabt vorhin, aber das war nicht so einfach. Und ihr seid dabei hier. Bei diesem kranken Mord. Wer wagt es? Der muss irgendwo hier sein. Der Typ ist abgehauen und wir wissen, dass er das nicht mit der Axt gemacht hat. Der Mörder hat keine Axt genutzt. Hier ist wieder Blut. Der wurde angeschossen, der hat geblutet auf jeden Fall. Hier ist eine Waffe. Looks like this handgun was discarded and rather hastily at that. Safe to assume this was used at the scene. Boah, krass. Summerland ist heftig. Also ich hoffe, wir finden noch gleich eine Leiche, oder? Was ist hier los? Ist wieder Blut. Diese Atmosphäre ist unnormal geil. Und ich finde das auch richtig geil, dass wir das irgendwie so ein bisschen entdecken müssen hier. Das ist richtig explorativ, also... Unnormal geil. Was ist denn hier? Geld? 100 Euro! 100 Euro! Hier ist 100, liegt einfach 100 Euro. Well, we may just have found a motive. $400 cash. Why toss it away? 400 Euro, nicht mal 100. Da hinten leuchtet was. Wieder Blut. Ich folge jetzt den Blutspuren. Alles andere ist Unsinn gerade, weil wir haben einen Weg offenbar. Und den folgen wir einfach nur, weil alles andere ist wirklich Unsinn. Alles andere ist Schwachsinn, liebe Freunde. Ich werde mich jetzt nur an dem richten. Was ist das? Da ist eine Coke oder so. Pills. Not the cheap stuff either. Strong. Some people would pay good money for this. Was ist das denn? Also, man erfährt immer mehr. Also, das ist auf jeden Fall eine Droge oder so Schmerzmittel. Und ich bin der Meinung, wir sollten mal jetzt da nach hinten laufen. Wisst ihr auch warum, liebe Freunde? Weil da hinten, guck mal hier, 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 hier. Der Typ hat richtig gelitten. Der hat richtig geblutet. Alles andere ist Unsinn. Der hat safe geblutet. Der muss auf jeden Fall hier hinten sein. Der Blood Trail heads into that cave. I need to be careful. Da hinten. Krank. Boah, wie viel Blut hier liegt. Der Typ hat richtig gelitten. Der muss ja richtig gelegen haben. Der ist es auf jeden Fall. Hinter mir ist keiner. Der Typ sitzt hier. Poor bastard. He's got a stab wound in his abdomen. It's deep too. Der Typ ist tot. Most likely died from blood loss. Probably not too long after crawling in here. Der Typ ist an einer, der ist an mehreren Blutungen gestorben. Und nicht anders. Boah, das ist jetzt wirklich krank. Das war unser achtes. Das war auch genau das, was wir herausfinden sollten. Alter, wie krass. Uiuiui, das ist creepy irgendwie. Das ist super creepy, Leute. Das ist auch, was ich auch sagen wollte, sehr, sehr gefährlich, um ehrlich zu sein. Wenn man in so einer Gegend aufwächst, ne? Also, oder generell jetzt einfach so in der Öffentlichkeit ist und da ist weit und breit keiner.
ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht auch schon so von Dörfern und so, da braucht einfach die Polizei mal so eine Stunde oder so, bis die da sind, bei so einem riesigen Dorf. Und da sollte man auch aufpassen. Also da gibt's, gerade da gibt es voll die gestörten Menschen. Zum Beispiel in Türkei ist das so, in vielen Dörfern, dass da wirklich die Armee oder die Landarmee, wenn man so sagen will, also die Polizei so um die eine Stunde braucht, bis sie da sind oder so. Ist das? Was ist das denn? God. Damn it, not now. Was? Brauch meine Pillen. Was wäre denn das jetzt? Oh mein Gott. Okay. I'm okay. I need to focus back on the investigation. Oh mein Gott, wir müssen zurück. Wir müssen auf jeden Fall zurück, liebe Freunde. Alles andere ist wirklich Unsinn. Wir müssen zurück. Eieiei. Ja, aber falls ihr so Erfahrungen habt mit solchen Orten, wo auch jemand umgebracht wurde, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich finde das interessant. Jetzt erzählen wir jetzt echt mal die Story hier, weil das geht gar nicht. Das ist jetzt richtig krass, was wir herausgefunden haben. How are you holding up? I'm feeling a bit better. You find everything you need? Not yet, I'm gonna keep looking. Well, I'll let you get to it. Hä, was sollen wir noch suchen? Wir haben doch schon alles. Der Typ ist tot. Whoever lives here is probably running their own little independent pharmacy. I can see why. This stuff isn't exactly over the counter. I need to be careful. If the person living here isn't our friend laying in the dirt, he could be out there. Da muss der Typ doch. And armed. Warte mal, was ist denn hier hinterm Haus? Ist ein Rasenmäher. Ja, nicht viel, um ehrlich zu sein. Hä? Guckt euch das mal an. Also wir könnten jetzt zum Beispiel noch diesen Weg da hinten lang gehen. Aber ich weiß nicht, das ist kein offizieller Weg. Wir können einfach mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo lang ich gehe. Aber einfach mal gucken. Weil sicher ist es hier nicht. Ja, wir hätten da zum Beispiel links lang gehen können. Jetzt gehen wir quasi diesen Weg. Ich gehe jetzt den Weg einfach hier nach oben, weil ich weiß nicht, welchen Weg ich sonst noch gehen soll. Das ist sowieso schon creepy genug, um ehrlich zu sein, was wir jetzt so bislang hier gerade erlebt haben. Aber, warum nicht? Oh, hier wurde jemand begraben. Hand dug. Probably by whoever lives here. Too small for a person. I don't want to think about what's buried here. Das ist so heftig. Diese Grafik, schaut euch das mal an. Das sieht so krank aus. Was ist hier falsch? Hier oben? Nee, hier oben kann man nicht lang. Ich probier's einfach. Ich will mir jetzt nichts erhoffen. Alter, wie kann man hoch? Oder? Nee. Okay. Ja, ich habe mir zu viel erhofft hier. Ja, ist okay. Hier ist auf jeden Fall nichts. Hier werden wir auch nichts finden. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal den Weg... Also, wenn ich jetzt hier gucke... Hier ist an sich nichts. Dann gehen wir mal einfach hier runter. Vielleicht finden wir was. Vielleicht irgendeine Leiche oder so. Irgendwie vergraben wurde oder so. Wir haben die eine Leiche schon bereits gefunden, aber was könnte noch hier sein? Da hinten vielleicht. Ist einfach gar nichts. Hier am Wasser oder so. Mega gefährlich. Dahin oben? Glaube ich auch nicht. Da oben könnte auch was sein. Da können wir auch mal gucken.
Nee, okay, hier auch nichts. Ja gut, dann gehen wir am besten wieder zurück. Da oben war jetzt nur ein Grab. Alles andere nichts, ne? Wo könnte was sein? Da hinten vielleicht. Da könnten wir auch mal gucken. Das wäre noch so ein Gedanke, den ich noch hier hätte an dieser Stelle. Das wäre die Möglichkeit. Das wäre die Möglichkeit, liebe Freunde. Hier oben waren wir noch nicht, oder? Doch, hier waren wir. Hier waren wir. Ein paar Drogen aufgefunden. Was liegt denn da? Hier liegt auch nichts. Also, wir haben hier eigentlich fast so gut wie alles abgeschaut hier. Bis auf den Typen. Finde ich ehrlich gesagt nichts. Da hinten kann man vielleicht noch gucken. Da waren wir jetzt nicht. Aber das ist jetzt auch das Letzte, glaube ich. Weil dann müssen wir wieder zurück. Dann müssen wir auf jeden Fall wieder zurück. Hier oben ist safe nichts. Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Hier oben können wir auch gar nicht lang, seht ihr? Das ist schon krass, die. Also das ist heftig. Ja gut. Wo könnte noch was sein? In dieser Hütte. Was ist das denn? Was ist das hier? Hier könnte was drin sein. Ja. I'm not going in there if I don't have to. Okay. Okay. How are you holding up? I'm feeling a bit better. Find everything you need? Not yet, I'm gonna keep looking. Da müssen wir zurück. Okay. Ja gut, also ich hab jetzt, muss ich sagen, also wie können wir nochmal hier reingucken? Achtung. Also der Typ ist tot. Der Typ ist tot. Wir haben eigentlich alles gefunden. Wir haben alle Akten. Ich weiß gar nicht, was wir noch brauchen. Wir haben einen Körper, wir haben alles. Innen drin waren wir auch schon. Was mit dem Benzinkanister? This truck sure has seen better days. I'd be surprised if you could even get it running. This truck sure has seen better days. I'd be surprised if you could even get it running. Ja, gut. Ich glaube, ich habe jetzt hier genug gesucht, ne? Mehr finde ich nicht. Das ist so krass. Das ist das schwierigste Spiel seit langem, was ich mal wieder gespielt habe. Die Toilette kann ich nicht, weil es nach Scheiße riecht. Weil es ein bisschen AA riecht. Gut. Ich würde sagen, hier hören wir dann auf. Und ich bin gespannt, ob ich es dann irgendwie herausfinde. Wenn ich es herausfinde, liebe Freunde, dann seid ihr live dabei. Wenn nicht, dann nicht. Dann komme ich halt eben nicht weiter. Dann ist es das schwerste Spiel für mich bislang. Seit langem mal wieder. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.